Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Ja, wie viele von euch wissen, ich mache Fitnessvideo. Ich versuche ein bisschen Unterhaltung zu machen und ich bringe das bei, was ich kann. Ja, nun kommen wir zu einer Sache, und zwar den 1. Juni möchte ich eine Fahrradtour machen. Ich möchte nach Paris mit Fahrrad fahren. Also das ganze Reise habe ich schon ein bisschen länger vor, weil mich hat eine ältere Dame motiviert, die damals zu meiner Gaststätte war. Ich war ja Kellner, zu meiner Gaststätte war. Und die hat da immer, die ist immer mit Fahrrad hingekommen und die hat da, dort gegessen und wir haben uns unterhalten. Ja, und dann meinte ich einen Tag, sie sind so alt und sie fahren so jeden Tag Fahrrad. Also ich war richtig begeistert. Die war irgendwie, sagen wir so, 75, 80 und sie ist jeden Tag ständig Fahrrad gefahren. Das war für mich geil. Ich fahre auch sehr gerne Fahrrad, aber ich weiß nicht, ob ich, wenn ich in ihr Alter bin, ob ich noch so weit fahren kann. Dann hat mich motiviert, sehr stark, und dann dachte ich, ja. Ich spreche sie an und ich habe sie dann angesprochen. Dann meinte sie, sie ist mit ihrem Mann nach Paris von Emden. Ne? Damals habe ich in Emden gewohnt. Von Emden nach Paris gefahren. Ich denke, what? Wirklich? Von Emden nach Paris? Wow, das war für mich unfassbar. Ja, und dann hatte ich damals ausgerechnet, da waren so irgendwie um die 800 Kilometer ungefähr. Dann habe ich mir das vorgenommen, das war 2018, habe ich mir vorgenommen, wenn ich dann wieder Zeit finde und dass die Zeit passende ist, dann werde ich das auch machen. So, jetzt wohne ich in Hannover, ungefähr ausgerechnet habe ich auch, das sind auch wieder knapp 760, 780 Kilometer von meinem Standort zu Paris. Ja, und 1. Juni ist soweit, möchte ich diese Reise machen und ich möchte von hier losfahren nach Paris. Und daher bitte ich euch alle um Unterstützung. Ich habe auch schon einige Foren gelesen, habe gesehen, dass einige auch das gemacht haben. Und zwar, es war ein Junge, der von hier Hannover lehrte, losgefahren ist. Das war aber letztes Jahr. Ist er nach Paris gefahren und ja, da hat er auch in der Forum nachgefragt, was für Tipps gibt so, und die haben ihm Tipps gegeben und ein paar Sachen hinterlassen, ein paar Ideen natürlich. Die habe ich mir auch natürlich alle gelesen, aber ich möchte jetzt euer Meinung wechseln. Euer Meinung ist mir wichtig und ich möchte euer Meinung, eure Ideen, wer das schon gemacht hat, wer das noch nicht gemacht hat, wer das für verrückte Idee hält oder wer das für eine tolle Idee hält, soll einfach kommentieren und sagen, was sie sagen haben. Ich finde das eine Herausforderung für mich. Ich fahre sehr gerne Fahrrad. Ich habe ein Mountainbike, ich habe so eine Scott Mountainbike, damit werde ich losfahren. Das ist 29 Zoll Reifen. Ich fahre relativ schnell. Meine Geschwindigkeit, wenn ich so fahre, sind so über 25 km pro Stunde. Die schaffe ich regelmäßig durchzuhalten. Aber die Reise mit den 760, 780 Kilometer wird lange sein, und ausgerechnet hatte ich, dass ich irgendwie, wenn ich die Geschwindigkeit von 19 Kilometer pro Stunde halte, dass ich irgendwie so drei Tage brauche. Ansonsten habe ich bei Komoot, das ist eine App, da steht, dass die Reise so 2 Tage dauert, ja. Ich will mir das Ganze auch ein bisschen locker nehmen und nicht so hektisch sein und will dann die Reise ganz bequem machen, ganz angenehm machen, dass ich dann von Hannover losfahre, Richtung Köln wäre dann Weg, Richtung Köln, dann von da nach Niederlanden, von den Niederlanden dann nach Belgien und von Belgien dann nach Frankreich und dann runter nach Paris. Das ist mein Ziel dieses Jahr.
so viel Zeit habe ich nicht, sonst hätte ich gerne hin und zurück gemacht, aber ich habe leider eine Woche und daher möchte ich die Woche so relativ gut nutzen, dass ich dann auch angenehm hinkomme und dann wieder zurück mit dem Bahn komme. Ja, das ist meine Idee für dieses Jahr. Ich werde natürlich ein Video dazu machen, wie ich meine Reise mache, wo ich anhalte und was ich gerade mache, wo ich Schwierigkeit habe und wo ich ganz relativ leicht finde. Ja, das ist meine kleine kurze Story, die ich euch erzähle und die ich auch dieses Jahr mache oder diese kommende Woche. Ja, dann erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn der Video euch Spaß macht, dann einmal liken, abonniere dich auf den Kanal, wenn du mehr von meiner Reise wissen möchtest und wo ich Probleme habe, wo ich leicht habe. Ja, danke nochmal, bis zum nächsten Video. Ciao.